Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Dieses Video ist ein weiterer Nachtrag zu dem dritten Kapitel der Occulta Philosophia eines Algebra von Nettersheim und seinen naturphilosophischen Betrachtungen der vier Elementenlehre. Das Interessante ist, ich habe dir ja schon in einem vorhergehenden Video so ein wenig angedeutet, dass es zunächst mal hier um ein noch viel, viel vertiefteres Verständnis der äußeren Weltwirklichkeit geht, dass wir auf Basis von kategorischen Zusammenfassungen informationstheoretischen Felder auf der Ebene der Ursachenwelt mithilfe der Vier-Elementen-Lehre näher zu verstehen trachten. Dies ist sozusagen auch ein ganz wesentlicher Punkt. Warum betrachte ich dieses Kapitel so intensiv? Wenn wir das Konzept der Naturmagie, der Naturphilosophie, damit auch der Alchemie, aber vor allem auch dieses ersten großen Teiles von der Occulta Philosophie des Algebra von Nettesheim verstehen möchten, dann ist es ganz wesentlich, dass wir nicht nur einfach das wie in einem Durchgang einfach das Buch lesen und sagen, ja gut, jetzt habe ich mir das zu Gemüte geführt und bin glücklich und zufrieden, obwohl das natürlich schon von einem gewissen Wert ist, aber es steckt so viel mehr darin, es stecken so viele Begründungen real geheimwissenschaftlicher Arbeitsweisen da drin, eine ganze Methodologie, die uns zu einem vertieften Verständnis des Kosmos führen wird. Und dieses vertiefte Verständnis wird in den nächsten mindestens 400 Jahren der Menschheitsgeschichte noch weiter fortschreiten. Das heißt, wir könnten hier eine Situation vor uns haben, in der wir die Basis für spätere Denker legen, die noch wesentlich krassere Dinge halt hervorbringen werden, als wir mit diesen ganzen Geschichten. Dazu ein kurzer Exkurs auch zur Präastronautik-Theorie eines Erich von Däniken. Also ganz grundsätzlich bin ich nicht kein großer Freund von diesem Konzept, weil es meiner Meinung nach auf einem Missverständnis der alten Überlieferungen beruht. Warum ist das so? Wir haben seit Anbeginn der Schöpfung, seit Anbeginn zumindest der Menschheit in ihrer jetzigen Entwicklungsstufe, heilige Schriften, uralte Überlieferungen, die uns das Mysterienwissen der alten Eingeweihten bis in unsere Zeit tradiert haben. Das heißt, es geht hier um eine verborgene Dimension des Informationsgehaltes, den diese alten Eingeweihten uns allen zur Verfügung stellen wollten. Wir haben es hier mit vollkommen utopischen Konzepten zu tun, wo es zum Beispiel auch in den Veden, in den Upanishaden heißt, also da ist die Rede von fliegenden Städten, die es um die Erdatmosphäre gegeben hat, von Vimanas, so einem kleinen Raumschiff-ähnlichen Begleitschiff sozusagen, mit deren Hilfe die Götter auf die Erde kamen und solche Geschichten, solche Überlieferungen, die eigentlich eine Sonderform der spirituellen Überlieferungsgutes der Menschheit darstellen. Warum ist das so? Es hat damit zu tun, dass wir es hier mit Berichten aus einer Zeit vor unserer Zeitrechnung sozusagen zu tun haben. Nicht nur unserer Zeitrechnung, sondern unseres Yugas eben. Ja, das heißt, dieses großen Schöpfungszeitabschnittes, Verwirklichungsabschnittes dieser äußeren Form der grobstofflichen Wirklichkeit. Das heißt, das geht also ganz weit zurück in die Entwicklungsgeschichte dessen, was wir heute als Menschheit bezeichnen. Das geht ganz weit zurück und eigentlich auch auf Stufen, Entwicklungsstufen, Verdichtungsstufen von geistigen Lebewesen vor der Zeit, als es den Menschen gab. Das Interessante bei dieser Geschichte ist nun, dass wir uns hier extrem aufpassen müssen, was das Verständnis dieser Überlieferung betrifft. Natürlich erinnert uns das alles auch mit unserem naturwissenschaftlich geprägten Weltbild doch total an Science Fiction. Das ist absolut richtig. Wir dürfen jetzt aber nicht den Fehler machen, dass wir die Konzepte der Science Fiction und der Naturwissenschaft, die ja erst eine relativ späte Entwicklung des menschlichen Geistes ist, auf diese uralten Überlieferungen projizieren. Denn da würden wir unweigerlich nur zu Fehl- und Trugschlüssen kommen. Das heißt, wir würden im Prinzip des Irrtums und nicht der Erleuchtung verfallen. Wobei auch der Irrtum eine Sonderform sozusagen oder das andere polare Ende der Erleuchtung und der Wahrheit ist. Wir wollen aber nach der Wahrheit streben, denn uns geht es ja um Vervollkommnung und nicht um Verdichtung. Oder um Erleuchtung und nicht um Verdichtung. Denn wir wollen ja eigentlich daran mitwirken, kann man sagen, ja, dass der Mensch einfach neue Erkenntnisse in zahlreichen Gebieten macht und aus dem uralten Mysterienwissen, das bis in unsere Zeit überliefert worden ist, einfach ja für sich neue Erkenntnisse machen kann, die ihn weiterbringen und die ihn wieder mehr auch mit dieser Wirklichkeit versöhnen. Denn wenn du dir die Welt nun ansiehst, wie sie gegenwärtig ist, dann wird dir auffallen, dass vieles, was der Mensch, die menschliche Kultur und Gesellschaft hervorgebracht hat, einen stark destruktiven Charakter hat. Es ist auf der spirituellen Ursachenwelt so, dass es auch hier zwei Pole gibt. Es gibt sozusagen, was eben die erste geistige Schöpfungswelt meint, zwei Pole. Es gibt den produktiven Part und es gibt den destruktiven Part. Das wird auch wiedergegeben in dem uralten Mysterienwissen der vedischen Überlieferungen. Denn dort haben wir ein ähnliches Bild. Dort lehren uns die alten Eingeweihten, hier gibt es Brahma, den Schöpfer,
Aus dem heraus kommen Vishnu, der Welterhalter, und Shiva, der Weltenzerstörer. Das heißt, das schöpferische und das destruktive Prinzip auf der geistigen Wirklichkeit. Und die sind natürlich Götter, aber Brahma ist sozusagen noch so eine Art Urgott, aus dem die anderen heraus, aus dem die anderen sozusagen irgendwie, kann man das, der kenne ich jetzt die Überlieferung zu schlecht, aber sozusagen heraus emanieren. Das wäre das, was ich jetzt so hineininterpretiere. Wir finden ein ähnliches Konstrukt auch in der christlichen Mystik, wenn es geht vom Gott als dem Schöpfer, dem Erhalter und aber auch dem Vervollkommner, damit aber auch dem Zerstörer, sozusagen dem Richter der Welt. Und das haben wir auch im christlichen Gottesbild drinnen. Dort aber nicht rein in personifizierter Form. Natürlich gibt es auch die Trinität mit Gott Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist, die sich aber eigentlich auf interne Prinzipien des Schöpfers beziehen. Hier geht es nun aber um etwas anderes. Es geht nicht um eine Trinität, sondern um eine Triade. Was ist der Unterschied? Trinität meint, dass eine Einheit sich in drei manifestiert. Eine Triade meint, dass drei eine Einheit bilden. Das ist natürlich jetzt ein bisschen so circa, das ist natürlich, oder dass drei eine Einheit bilden. Es ist eigentlich das, es ist ein sehr ähnliches Konzept. Ja, ich will jetzt dir nicht, dich nicht auf eine falsche Spur sozusagen bringen. Aber Triade heißt, wir haben sozusagen drei Wesen, die nebeneinander stehen. Und Trinität heißt, dass wir ein Wesen haben, das sich in drei Wesen, in drei Erscheinungsformen zeigt. Das ist also ein unterschiedliches Konzept. Das hat ein bisschen wahrscheinlich auch mit diesen unterschiedlichen Konzepten von aktiv und passiv zu tun, die da hineinspielen. Aber da müssen wir wieder aufpassen, denn aktiv und passiv sind schöpfungsimmanente Prinzipien. Und das heißt nicht, dass wir auf die Ursachenwelt dieselben Prinzipien anwenden können. Rein theoretisch müsste das gehen, sofern wir eine Unterscheidung treffen zwischen dem Schöpfer als eigenständiger, heiliger, wunderbarer Einheit, indem es keine Zweiheit und keine Dreiheit gibt, sondern einfach Einheit. Und aber eine Ursachenwelt, die eigentlich vom Schöpfer bereits sozusagen als solche angelegt worden ist, das heißt eben eine weitere Interaktionsstufe darstellt. Aber das führt uns wahrscheinlich schon ein wenig zu weit wieder über das eigentliche Thema hinaus. Nun, wie dem auch sei, wir als grob Lebewesen in einem grobstofflichen Zustand, ja, haben nun eben dieses Phänomen, dass wir der Konnex aus Materie, das heißt von der Erde, und Geist, das heißt des himmlischen Ursachenweltprinzips sind. Daraus folgt ein drittes, nämlich der Geist oder der Intellekt des Menschen. Und hier haben wir wieder das große Problem, wenn wir uns dem Werk von Agrippa annähern, dass wir es hier eben nicht mit seinen Originalworten natürlich zu tun haben, sondern mit einer Übersetzung in unser heutiges Deutsch im Wesentlichen. Ja. Und diese Übersetzung hat die Eigenart, dass es natürlich auch teilweise sehr schwer ist, Begriffe von einer Sprache oder einer Sprachstufe eins zu eins in eine andere zu übernehmen, weil natürlich unser Denken heute anders ist, als es zur Zeit von Agrippa gewesen ist. Vielleicht sind wir Agrippa wieder ähnlicher als dann andere mittelalterliche Gestalten. Aber im Endeffekt haben wir immer noch das Problem, dass manche Begriffe nicht so klar zu definieren sind. Dazu werde ich später noch kurz was erzählen, weil da gibt es ein spannendes, interessantes Detail in diesem dritten Kapitel. Und man kann das dritte Kapitel der okkulten Philosophie nicht richtig verstehen, wenn man dieses Detail nicht mit berücksichtigt. Denn es ist ganz wesentlich für das Verständnis der universellen Schöpfungsprinzipien. Es ist wesentlich für unser Verständnis des prinzipiellen Aufbaus der vier elementaren Wirklichkeiten, der vier elementaren Prinzipien zueinander, damit wir ja dann in weiterer Folge auch die weiteren Gedankengänge des Agrippa und seinem Werk nachvollziehen können. Als Bindeglieder zwischen himmlischer und irdischer Wirklichkeit leben wir also auch in der germanischen Mythologie zum Beispiel in Midgard. Ne? Das heißt also, wir haben sozusagen hier die Welt der Menschen, unten die Welt der Triebe und der triebhaften Erscheinungsweisen und oben sozusagen die Welt sozusagen des produktiven Prinzips. Jetzt musst du aber wissen, dass das in dieser Hierarchie nicht ganz richtig ist. Denn sowohl die kreative, die Wirklichkeit sozusagen dieser ultimativen destruktiven Kräfte, wo die Riesen und alles Mögliche haust, ist natürlich auch eine übernatürliche Wirklichkeit. Das heißt, der ganze Weltenbaum oder dieser Strang des Weltenbaumes kippt von unserer Warte aus in Richtung des kreatürlichen Parts, das heißt des Menschen. Wir müssen den also zu uns drehen und die beiden anderen oben gleichberechtigt nebeneinander sehen. Dann haben wir hier wieder Asgard, die Welt der Götter, das produktive Prinzip. Da wieder Utgard, das Prinzip sozusagen dieser unweigerlich riesenhaften, monströsen Kreaturen, die uns aber auch den Menschen schlechthin überlegen sind. Und unten haben wir sozusagen jetzt die Welt der Menschen, die Welt der Geschöpfe. Da sehen wir wieder, dass nun Folgendes passiert.
dass der Mensch, wenn er sich der übernatürlichen Wirklichkeit, den übernatürlichen Sphären annähert, wieder das Problem hat, oder dass all diese Realitäten eben übernatürliche Wirklichkeiten sind. Das heißt, wenn ich mich sozusagen mit Hilfe meines Geistes erhebe oder entwickle oder entfalte, je nachdem, ob ich das im Einklang mit den Prinzipien des Schöpfers oder gegen den Prinzipien des Schöpfers tue, entwickle ich mich unweigerlich auf eine höher stehende Stufe. Das Problem dabei ist, dass nun die Frage immer die ist, die kannst du dir in allen Bereichen stellen. Was ist das Kreative, das Produktive, das schöpferische Prinzip und wie müssten wir leben, um uns dem anzunähern? Und was ist das Destruktive, das negative Prinzip, das eben in Richtung der Zerstörung und des Gerichts geht? Das Interessante bei dieser ganzen Betrachtung jetzt wieder, ohne dass ich versuche ins Dialogisieren zu kommen, was mir gar nicht so einfach fällt, ist, dass beides eine Form der Entwicklung ist. Dass beides mit Prinzipien arbeitet, die von der Warte des Geschöpfes, der Kreatur, der menschlichen Ebene uns unweigerlich als Magie oder wie Magie erscheinen müssen. Das hat auch Erich von Däniken erkannt. Und Erich von Däniken sagt, es gibt nun das Phänomen, dass die übernatürlichen Erscheinungen, wie es zum Beispiel in der vedischen Überlieferung heißt, von den Göttern, die auf die Erde kommen, mit Hilfe der Vimanas in den fliegenden Städten und alles Mögliche, sagt er, dass dies missverstandene Technologie sei. Das wäre natürlich richtig, denn wir alle können uns vorstellen, dass tatsächlich eine einfache Kultur, die ein technisches Gerät sieht, ohne die Erkenntnis oder ohne das Wissen, was dieses technische Gerät ist, dass sie unweigerlich wie ein magischer Gegenstand vorkommen muss. Es gibt es tatsächlich, auch wie Erich von Däniken richtigerweise sagt, das Phänomen des Cargo-Kults. Was ist der Cargo-Kult? Der Cargo-Kult ist an und für sich ein religionswissenschaftlicher Begriff, der darauf zurückzuführen ist, dass, frage mich jetzt nicht genau, wo das passiert ist, im Endeffekt amerikanische Soldaten nach dem Zweiten Weltkrieg kamen zu irgendwelchen Indio-Stämmen, wahrscheinlich im Amazonas, vielleicht auch irgendwo anders auf der Welt. Die haben zum ersten Mal in ihrem Leben Flugzeuge gesehen und haben das Verhalten der Soldaten beobachtet. Der Soldat spricht irgendwas in sein Funkgerät halt hinein, passt. Die schneiden also die Piste aus für das Flugzeug, Soldaten funken zum Flugzeug, die Flugzeuge kommen, landen und bringen das Cargo raus, also die Fracht, laden sie ab, fliegen dann wieder weg. So, die Amerikaner ziehen sich zurück, die Indios haben alles beobachtet, halten nun fälschlicherweise die amerikanischen Soldaten für Götter oder Boten der Götter und glauben, wenn sie das Ganze auf einer kultischen Art und Weise durchführen und nachmachen sozusagen, werden auch sie die Gaben der Götter erhalten und versuchen das also um die Rückkehr der amerikanischen Soldaten, die sie wie gesagt fälschlicherweise für Götter halten, also eigentlich die Ankunft der Götter dadurch vorzubereiten, dass sie den Cargo-Kult durchführen und eben Flugzeuge aus Stroh nachbauen, die natürlich nicht fliegen, sondern diese dann durch die Gegend schieben, weil sie wollen damit die Vögel anziehen, deren Bäuche sich geöffnet haben und die auf wundersame Weise die edelsten Güter hervorgebracht haben, die ihnen natürlich auch erscheinen, wie von einer übernatürlichen Wirklichkeit. Also, missverstandene Technologie. Jetzt aber macht Erich von Däniken meines Erachtens ein bisschen, tut mir leid, Erich, ein bisschen den Denkfehler, wenn ich das so frech sagen darf, dass es deshalb sagt, gut, deshalb muss alles, was auch uns wie eine übernatürliche Technologie erscheint, automatisch zwingend eine Technologie eben sein. Und da müssen wir ein bisschen aufpassen, denn ich stelle die Gegenbehauptung auf. Meines Erachtens und nach meinem Verständnis ist auch eine hinreichend verdichtete Form von Magie von Technologie nicht zu unterscheiden. Das bedeutet, von unserer Warte aus kann es durchaus möglich sein, dass es eben magische Gefährte gibt, dass es eine Form angewandter Naturmagie gibt, die tatsächlich Technologien oder technologieähnliche Konstrukte hervorbringen kann, welche von unserer Warte aus unweigerlich von Technologie nicht zu unterscheiden sind. Das heißt das Folgende. Wenn der Streitwagen Thor, der einst wieder auf den Himmel erscheint und da sitzt dann, keine Ahnung, also der mächtige Thor darin und wir sehen das von Erde aus mit unserem naturwissenschaftlichen Verständnis, wenn natürlich alle sagen, schau mal ein Raumschiff. Ja, keine Frage. Also, es ist aber dann keine missverstandene Technologie, sondern missverstandene Magie. Und vor diesem Fehler sollten wir uns sozusagen hüten, schlicht und ergreifend, weil es uns in unserem eigenen Denken einschränkt. Natürlich bin ich als Mystiker ein Mensch, der in der glücklichen Lage ist, ein supernaturalistisches Weltbild zu vertreten. Also du kannst meine Erklärung sozusagen auch so ein bisschen ins Kuriositätenkabinett stellen, aber ich sage dir, es ist keine Kuriosität, sondern dieses Weltbild wird im Laufe der nächsten 400 Jahre sich weiter Verbreitung erfreuen. Denn was wir momentan leben, ist der Aufstieg sozusagen aus dem Kali-Yuga, dem Zeitalter der Verdichtung,
in wieder eine Zeitqualität, ein Zeitfraktal des Satya-Yugas hinein. Und das ist deshalb so wichtig, weil einfach, wie ich jetzt auch schon oft gesagt habe, magische Effekte dadurch einfacher wieder hervorzubringen sein werden, als in den letzten, keine Ahnung, 400, 500, vielleicht sogar 1000 Jahren. Das heißt, dass jetzt ganz die Möglichkeit besteht, dass ganz viel von dem uralten Mysterienwissen in unserer Zeit wiederentdeckt werden kann und wir uns damit schneller auf eine höhere Bewusstseinsebene wieder angleichen können. Das heißt, es wird wieder möglich sein, und deshalb ist es für mich interessant, von der Qualität des Denkens, von der Qualität unserer Eigenschaften, von der Qualität unseres Geistes wieder auf ein feinstofflicheres Schwingungslevel zu kommen, um damit dem Schöpfer ähnlicher zu werden. Das heißt, das Prinzip der Erleuchtung auf Basis einer angewandten Spiritualität findet jetzt wieder verstärkt Anwendung. Dadurch werden unweigerlich folgende Effekte eintreten. Die Menschen werden sich noch stärker als in den letzten 100, 200, 300, 400 Jahren wieder damit beginnen, für spirituelle Themen zu interessieren, sich ihnen zu öffnen und vor allem auch sie anzuwenden. Das ist zum Beispiel was man sich wahrscheinlich in den 80er, 90er Jahren gar nicht hätte vorstellen können. Dass auf einmal hier Energetiker nun herangezogen werden im öffentlichen Dienst. Und das in Österreich gar nicht so ohne. Denn selbst die Wirtschaftsministerin ist sie, glaube ich, hat zumindest einen Energetiker-Gewerbeschein gehabt. Sie hat diesen Beruf sozusagen scheinbar nicht aktiv ausgeübt, aber sie hat sich zumindest so stark dafür interessiert, dass sie zumindest mal diesen Gewerbeschein gelöst hat. Was dann genau wieder dahinter steht, weiß man noch nicht. Ich werde am Nachmittag einen eigenen Vlog dazu aufnehmen. Momentan, jetzt sollten wir uns nur vergegenwärtigen, dass sowas in den 90ern also undenkbar gewesen wäre, höchstwahrscheinlich. Also natürlich gab es auch dort immer wieder diese Aufbruchstimmung auf dem Gebiet der Spiritualität. Diese ist jedoch immer relativ schnell wieder abgeflacht und das wird nun anders sein. Denn es wird auf Basis der veränderten Zeitqualitäten, die wir nun erleben, unweigerlich ein Erwachen stattfinden. Und damit meine ich ein richtiges Erwachen. Es gibt momentan auch das Phänomen im Internet, dass es eine unsägliche Anzahl, meines Erachtens Pseudo-Erwachten gibt. Aber ich möchte diese Leute auch nicht verurteilen. Sie erkennen schon, dass irgendwas mit ihrem Weltbild nicht so ganz kohärent ist. Sie erkennen schon, dass irgendwas mit dem Aufbau der Gesellschaft nicht so ganz kohärent ist. Sie erkennen, dass es eben diese übergeordneten Prinzipien gibt, aber sie erkennen die Prinzipien noch nicht. Das heißt, sie gehen von der anwesenden Prinzipien aus, werden demotiviert davon, dass diese Prinzipien eben noch nicht eins zu eins in Erscheinung getreten sind, aber sie haben noch keine guten Lehrer, die ihnen zeigen, wie sie diese Prinzipien verstehen und zur Anwendung bringen können, um sich selbst zu entfalten. Dadurch tritt eine Art geistige Aporie ein. Eine Aporie ist sozusagen so ein Zustand der Verzweiflung, der Lethargie, so ein bisschen was in diese Richtung. Sie lehnen Erscheinungsweisen der materiellen Weltdeutung sozusagen ab, sie lehnen ein zu materialistisches Konzept ab, aber sie lehnen auch das Religiöse ab, weil ihnen auch richtigerweise erscheint, dass in der Religion kein Heil zu finden ist. Sie brauchen etwas anderes. Sie brauchen eine Geheimlehre, sie brauchen angewandte, oder Geheimlehre ist schon zu viel für die meisten, sie brauchen jemanden, der ihnen zeigt, wie sie die Kraft ihres Geistes wieder analog zu den Prinzipien der Schöpfung verwenden können. Und damit diese Lehrergeneration hervorkommen kann, um diesen Menschen die nächste Stufe sozusagen zu zeigen, den Weg zur nächsten Stufe zu weisen, die eben nach Einweihung streben. Man soll sich niemals über sich selbst erhöhen. Gibt es Menschen wie mich, die nach Einweihung streben und die versuchen, dieses Wissen einer möglichst großen Anzahl von Menschen wieder verfügbar und zugänglich zu machen. Nämlich auch für dich, damit du erfährst, lernst und einfach herausbekommst als Nutznießer diese Entwicklung sozusagen, wie die Prinzipien der Schöpfung wirklich funktionieren. Das, was ich natürlich hier versuche, ist auch, dass ich dir Lust mache auf mehr. Ich versuche, dich dazu zu motivieren, einfach auch deine eigenständigen Forschungen in diesen alten Weisheitstraditionen durchzuführen, um deine eigenen Erkenntnisse für deinen eigenen geistigen Weg daraus zu ziehen. Denn Inspiration plus Information ist unweigerlich Erkenntnis. Und Erkenntnisgewinn, Erkenntnis des Einzelnen, bringt alle weiter. Jeder einzelne Mensch, der eine fundamentale Erkenntnis auf diesem Gebiet zutage fördert, der bringt damit das ganze Bewusstseinslevel der gesamten Menschheit auf die nächste, mit, immer für seinen kleinen Teil, mit auf die nächste Stufe. Und das kannst du an allen Prinzipien, an allen Ecken und Enden der Schöpfung erkennen. Da, wo einer wirklich wieder Erkenntnisse auf diesem Gebiet produziert, da entsteht auch unweigerlich ein morphogenes Feld positiver Gedanken, positiver, konstruktiver Kräfte, die einfach einen Schub an kreativer Energie, einen Schub an positiver Energie freisetzen, dass es
wirklich ein Spaß, wirklich eine Freude ist, alleine schon in diesen Gebieten sich aufzuhalten, wo diese Menschen diese Erkenntnisse zutage fördern sind. Weil da so eine gute Stimmung ist, da ist so eine gute Energie, da ist so eine gute Schwingung. Das ist einfach wunderschön, sich dort aufzuhalten und auch mit diesen Menschen auf dieser Ebene zu kommunizieren. Deshalb lade ich dich natürlich auch gerne ein. Besuche uns auf den Seiten der Hohenfeste, deiner Mystischen Academy. Jetzt aber kommen wir nach dieser ganzen Vorrede hoffentlich schön langsam zu dem, worum ich eigentlich referieren möchte. Nämlich noch kurz mein Kommentar, ein weiteres Kommentar, mittlerweile das dritte Kommentar zum dritten Kapitel der verborgenen Philosophie des Agrippa von Nettesheim. Wir haben ja gesehen, es gibt diese vier Elemente, Feuer, Erde, Wasser, Luft, die eben miteinander verschränkt und vernetzt sind in dieser äußeren grobstofflichen Wirklichkeit. Und das sind ja von dem verdichteten Zustand der Erscheinungsweise der Elemente in der grobstofflichen Wirklichkeit eines nie ganz ohne das andere ist. Dazu schreibt Nettesheim noch das Folgende, denn er schränkt das ein wenig ein. Er zitiert Platon, den großen antiken hellenistischen Philosophen. Und er sagt, Platon sagt, dass nur das Erdelement sozusagen dasjenige ist, das keinen Teil der anderen Elemente in sich trägt, das sich nicht verwandelt, also nach diesem Motto, sondern das sozusagen die Basis auf unserem Planeten bildet. Also die Basis sozusagen der Elementen, des Elementenbaumes auch in der äußeren grobstofflichen Wirklichkeit auf dem Planeten Erde ist natürlich die Erde, das heißt E0. So, und jetzt geht es dann aber weiter, dass es eben diese Zusammenhänge gibt zwischen den anderen Elementen im Verhältnis zur Erde und dass diese durch jeweils drei aktive, passive Eigenschaftspaare sich vom Erdelement unterscheiden. Und diese Eigenschaftspaare bringt er nun in Wortspielen dar. Hier haben wir das Problem, dass eben nun diese Übersetzungsschwierigkeit des Übersetzers eingetreten ist. Ja. Er schreibt dem Feuer nämlich drei spezifische Eigenschaften zu. Er sagt, das Feuer hat Schärfe, Dünnheit und Bewegung. Und genau um diese Schärfe geht es, denn die Erde hat dann Dunkelheit, Dichtheit und Ruhe. Das heißt, Erde und Feuer sind auch dieser Anordnung der vier Elemente einander direkt entgegengesetzt, sozusagen. Das eine ist eben der passive Pol, das Schwere, die Erde. Das eine ist der aktive Pol, das Feuer. Das ist schon interessant, dass Feuer und Erde sozusagen beide Pole einerseits derselben Elementenpaare sind. Nun müssen wir uns aber die Frage stellen, welche Begriffspaare sind es, um die es geht. Das ist bei immerhin zwei von den dreien sehr, sehr gut gelungen. Da sagt er nämlich, Feuer hat Schärfe, Dünnheit und Bewegung, die Erde aber hat Dunkelheit, Dichtheit und Ruhe. Dichtheit und Dünnheit sind natürlich zwei Pole derselben Erscheinung, derselben Phänomens sozusagen, derselben Erscheinungsweise, derselben Faktors der äußeren Weltwirklichkeit. Auf der einen Seite dünn, auf der anderen Seite dicht. Bewegung und Ruhe sind einander wieder polar entgegengesetzt oder sind polare Enden wieder derselben Ursachenphänomens. Und diese Enden sind eben Bewegung, das ist Dynamis, die Kraft, die da drinnen ist, und aber eben die Ruhe, das heißt die Statik, Dynamik und Statik. Eine wunderbare Geschichte. Und aber beim Feuer schreibt er aus irgendeinem Grund Schärfe, wenn er der Erde Dunkelheit zuspricht. Und stell dir mal die Frage, ist Schärfe das Gegenteil von Dunkelheit? Und das ist offensichtlich nein, es muss um etwas anderes gehen. Die Dunkelheit hat als Gegensatz sozusagen die Helligkeit. Aber wir können Helligkeit hier auch nicht herausleiten, denn es geht noch um etwas anderes, was etwas diffizil ist, was auch die Realität der drei Welten mit in sich impliziert. Ich persönlich habe auf Basis dieses Wortes und da ich ja selbst ein bisschen Erfahrungen damit habe, ursprünglich althoch- bis mittelhochdeutsche Texte in unser modernes Deutsch zu übersetzen. Und ich glaube deshalb nicht mehr, dass die okkulte Philosophie ursprünglich oder in der Variante, die ihm vorgelegen ist, in Latein vorgelegen war, sondern es wird eine Art deutscher Sprachstufe, deutscher Dialekt, eine Sprachstufe gewesen sein, damit die Menschen seiner Zeit es durchaus verstehen und lesen konnten und es nicht nur dem Klerus oder dem Hochadel zugänglich war. Agrippa wusste schon, was er tat, ja. Und hier wird Agrippa ein Wort verwendet haben, das in gewisser Weise mit das Wort Sänge gewesen sein dürfte. Sowas in dieser Richtung, Sänge. Jetzt ist natürlich die Frage, was heißt Sänge? Das ist natürlich, wenn du an ein Feuer denkst, an eine Fackel oder was auch immer und du greifst hin, dann ist es natürlich warm. Aber Wärme haben wir schon woanders drinnen, ja, dazu kommen wir dann noch. Also Wärme allein ist es auch nicht, weil Wärme kein Gegensatz von Dunkelheit ist.
Du hast natürlich im Prinzip halt das Licht, aber Licht allein ist auch noch keine Sänge, weil das Licht senkt noch nicht. Das Licht ist einfach nur hell. Damit es dich versenkt, muss es schon ziemlich heiß auch sein. Aber das ist das Licht und Helligkeit. Licht, Helligkeit und eben Temperatur irgendwie zusammenhängen. Und jetzt kommt aber noch ein Faktor dazu. Und das ist die Energie, ja. Das ist die Energie, die uns über das Licht auch erreicht, ja. Und jetzt ist also dieses Wort Sänge ein Mittelding, ein Begriff aus diesen drei Phänomenen. Hitze, Licht und Energie. Hitze, Licht plus Energie ergibt Sänge. Und Sänge ist der Gegenpol zur Dunkelheit, die wieder passiv-statisch ist. Und natürlich auch aufnehmend ist. Also es geht nicht nur, da können wir das gleiche Spiel durchspielen, ne? Es geht nicht nur um die Abwesenheit von Licht mit der Dunkelheit, sondern es geht um den passiven Charakter dieses Phänomens. Das heißt, die Dunkelheit ist das, was Licht aufnimmt, was Licht anziehen würde, aber es ist eigentlich der passive Pol zum Licht dazu. Sie ist das, was die Wärme absorbiert. Sie ist auch das, was eben die negative Energie sozusagen ist. Aber nicht negativ im Sinne von destruktiv, sondern einfach von aufnehmend. Von aufnehmend. Positive Energie ist Energie, die gerichtet, geschickt wird, die sozusagen eine Kraft dahinter ist. Und andere Energie, weiß nicht, die Physik haben sicher einen Begriff dafür, die passive Form der Energie ist eben das, was anziehend ist, was eben sozusagen einfach zu sich zieht. Ja? Das heißt, da haben wir auch diese 3-in-1-Thematik wieder drinnen und das bedeutet halt, dass wir hier eigentlich auch in dieser Elementenlehre göttliche Eigenschaften letzten Endes verkörpert sehen. Das eine ist immer das aktive Prinzip, das andere das passive und das zieht sich durch all diese Gesamtweltwirklichkeiten. Und ich glaube, da können wir dann auch noch mehr verstehen, was eigentlich auch schon in diesen alten Mythologien eben mit dem Erhalter und dann aber dem Zerstörer gemeint ist. Also der Zerstörer ist nicht unbedingt der Böse, der hinkommt und jetzt einfach alles kaputt schlagen will, das ist so, ist es nicht zu verstehen. Sondern der ist einfach der passive Gegenpol zum Erhalter. Man könnte sagen, der ist nicht der Zerstörer, sondern der, in den sich alles verliert. Das ist vielleicht auch ein interessanter und guter Gedanke und man müsste über den Unterschied von Trinität und triadenartigen Strukturen, trinitarischen und triadenartigen Strukturen eigentlich noch viel, viel mehr erzählen. Das kommt mir jetzt auch wieder in den Sinn, dass wir noch viel, viel, viel mehr über diese ganzen Geschichten zu sagen hätten. Das war noch einer der nächsten wesentlichen Punkte und es kommt mir schon wieder, ich muss noch einen Kommentar dazu machen. Denn es gibt noch einen ganz großen Themenpol von Gebieten, von mathematischen Überlegungen, die wir noch in diese Vier-Elementen-Lehre hineinbringen, die uns im nächsten Kapitel, im vierten Kapitel der Okkulten Philosophie des Agrippa von Nettesheim wieder begegnen werden. Ich kann jedoch jetzt nicht eins zu eins hergehen und das wirklich so dermaßen abkürzen, verkürzen oder weglassen. Das wäre in der Hinsicht, glaube ich, nicht geboten, sondern es sollte uns geboten sein, diese großartigen Ideen, diese großartige Philosophie, diese großartigen, fundamental, magisch-mystischen, geheimwissenschaftlichen Erkenntnisse des Agrippa von Nettesheim so gut als möglich zu verstehen, so gut als möglich zu analysieren, damit wir wirklich zu dem Ergebnis eines vertieften Verständnisses der Weltwirklichkeit kommen. Denn ich glaube, das ist es, was uns alle weiterbringen wird. Das war, denke ich, vielleicht auch schon ein gutes Schlusswort zu diesem Video. Hey, wenn dir das Video gefallen hat, lass mir doch ein Like oder Kommentar da. Was ist deine Meinung zur Vier-Elementen-Lehre, der Rezeption des Begriffspaare, die ich in diesem Video genannt habe? Zu Sänge, Dunkelheit, Bewegung, Ruhe, Dünnheit und Dichtheit. Lass mir doch deine Meinung, deinen Kommentar da. Vor allem aber besuch uns auch auf den Seiten der Hohen Feste, deiner Mystischen Academy. Ich freue mich von dir zu hören. Wir haben noch ganz viel weiteres Material, das wir dir gerne auch kostenlos zur Verfügung stellen. Unterstütze aber auch unseren Dienst und besorg dir mindestens eines unserer fulminanten Weltklasse-Infoprodukte. Ich freue mich von dir zu hören. Wir sehen uns, wenn du willst, im nächsten Video wieder oder in den heiligen Hallen der Hohen Feste, deiner Mystischen Academy. Alles Gute und ciao dabei!